days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, was haben wir heute Neues? Die Fähigkeiten sind gestiegen, müssen wir uns kurz anschauen. Wir haben neue Game Day Tilt Karten und ein paar Sachen sind sonst noch neu. Fangen wir direkt an, los geht's. So, wie man oben rechts schon sieht, haben wir jetzt 55 Fähigkeitenpunkte zur Verfügung. Das heißt, vorher waren es 50, es war jetzt recht kurz der Abstand zwischen den, dass er 50 gestiegen ist, jetzt er 55. Das heißt, wir können uns hier noch irgendeine Fähigkeit mit 5 Punkten zuweisen, können aber auch... Machen wir hier noch irgendwas verbraten. Das haben wir jetzt auch gemacht. Also jetzt 55 Fähigkeitenpunkte für alle zur Verfügung. Problem ist halt, oder der, dass die meisten Spieler oder die meisten Karten eher auf 99 sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so viel Auswirkungen gibt, diese 5 Punkte mehr. Aber gerade für die Neuansteiger, die wohl noch wirklich darauf angewiesen sind, dass da noch Fähigkeiten aktiv sind, sicher ein kleiner Fortschritt, ein kleiner Vorteil. Dann haben wir noch kurz vor dem Finale einen neuen Game Day Tilt. Zum ersten Spiel ist am Mittwochabend, also ja, Mittwoch auf Donnerstag um 2 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Donnerstag ist ja Feiertag, zumindest bei uns hier, kann man sich sicher anschauen. Also die Karten starten bei 2,90 und gehen dann für jedes Tor, jede Vorlage, jeden Schuss, jeden Block und jeden Check steigen die Karten anteilig und am Schluss wird dann abgerundet. Und ja, es können noch 98 dabei rauskommen, haben wir auch alles schon gesehen. Schauen wir uns die Karten mal ganz kurz im Detail an. Fangen wir an mit den 92er Turi Lechkonen von meiner Avalanche, der den Game Winner gegen die Oilers geschossen hat in der Verlängerung. Er ist ein rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 81 Kilo, bringt von Haus aus mit den Dieb und Funke, dazu noch Hammerschuss und Zonenwirbler. Als Fähigkeit haben wir schneller Pick und grandiose Rückhand, Nahkampf noch die goldene Zonenfähigkeit. So wie die Karte darstellt, an sich schon gar nicht mal so schlecht. Nahkampf kann man ja anmachen, weil er eben auch doch nur 1,80 groß ist. Wir haben von Haus aus haben wir 92 Beschleunigung, 91 Tempo. Kann man dann noch pushen auf 94 Beschleunigung und hier kann man dann auch auf 93 Tempo hochgehen. Schuss im 90er Bereich, Hände im 90er Bereich. Verteidigungswerte werden auch ganz gut und auch eben nochmal gerade bei 1,80 kann man das sicher brauchen. Also wenn der noch ein bisschen hochgeht, wird er zwar nicht größer, aber schon, können schon nochmal einen Tick besser werden auch. Vom Tampa Bay Lightning haben wir den 92er Michael Sergachev, rechter Verteidiger, 1,91 groß, 98 Kilo, mit Gladiator oder Buzzing, dazu noch Knipser und Arbeitstier. Als Superstar-Fähiger haben wir präziser Pass und sehendes Auge, die Wärmesuche ist eine Zonenfähigkeit. Problem hier mit 88 Beschleunigung, der Hitter ist immer nur anteilig um plus 0,5 pro Karte steigt, müsste er schon wirklich gut performen, um damit die Geschwindigkeit noch hochgeht. Wir kommen so auf 90 Beschleunigung von Haus aus mit dem Arbeitstier an, kann nicht schaden. Auch der Schuss ist im hohen 90er Bereich, was die Kraft angeht, aber Genauigkeit noch unter 90. Gerade bei 86 bzw. 88 kann man es pushen. Klar, defensiv solide, Verteidigungswerte solide, super Größe, aber da müsste schon mehr passieren wie beim Sergachev, wie beim Lechkonen, damit er wirklich richtig einsetzt. Bereit ist. Dann haben wir anlässlich des Stanley Cup Siegs 2006 von den Carolina Hurricanes noch neue Superstar-Herkunftskarten. Da schauen wir uns eigentlich auch nur zwei intensiver. Wir gehen die Karten zwar ganz kurz durch, aber wir haben Mike Commodore, ebenfalls 2006 mit an Bord. Mit 1,93 allerdings nur 87 Beschleunigung für den Verteidiger. Auch bei der Größe dann doch zu langsam gibt es dann doch deutlich bessere. Wir haben Aaron Ward, zählt eigentlich fast das gleiche dazu für eine 94er Karte. Ist der mir eigentlich ein Tick zu langsam, man muss alles, also unter 92 würde ich halt echt nicht mehr geben. Im Andrew Ladd, auch da ist das gleiche Problem, kommen auf 90 Beschleunigung, auf 89 Tempo, auch super Größe von Verteidiger, Schuss von der Kraft optimal, defensiv super, aber einfach den Schritt zu langsam. Da haben wir Ray Whitney, der war ein linker Flügelspieler, 1,78 groß, 82 Kilo mit Zonenwirbler oder Deep, dazu noch Flügelmann. Wir haben präziser Pass und Schnappschnapp, aber mit beiden Synergien dann kriegen wir 94 Beschleunigung, 95 Tempo, Schuss im 90er Bereich, sogar im hohen 90er Bereich, wenn man es genau nimmt, die Hände im hohen 90er Bereich, checking wir, der fehlt ein bisschen, klar, der ist nur 1,78, aber hier eine brauchbare Karte von Ray Whitney. Und den einzigen wirklich nennenswerten oder wirklich brauchbaren von der ganzen Kategorie ist der 96er Rod Brindamore, ja mittlerweile Trainer von den Carolina Hurricanes. Ein Center, 1,85 groß, 93 Kilo mit Knips oder Arbeitstier. Dazu noch Buzzing. Wir haben einen silbernen Blitzstart und das goldene Außerkorne Vorbild. Außerkorne Vorbild war am Anfang
echt brauchbar, weil halt die ganzen Spieler wenig Ausdauer hatten, außer man hat jetzt irgendwelche ECHL-Spieler, die wo dann nur bei 81 sind, obwohl die Karte bei 81 Ausdauer sind, obwohl die Karte schon bei 90er Bereich ist. Da kann man es natürlich aktivieren. Ich wäre hier beim Blitzstart, auch wenn er 99 im Face-Off hat, das unterstützt noch ein bisschen, macht noch ein bisschen besser. Und mit den Synergien dann kommen wir immerhin auf 95 Beschleunigung, 96 Tempo, Schuss von der Kraft her fast perfekt. Auch die Genauigkeit 90, im 90er Bereich, Hände im hohen 90er Bereich, defensiv im hohen 90er Bereich und Mick Schicks halt am Face-Off-Wert ist er absolut perfekt. Also super Karte hier von Rod Brindamore. Dann haben wir noch Primetime-Karten von den QMGHL-Meistern, den Shawinigan Cataractors. Haben wir hier 5 Karten bekommen, 2 davon sind 90er, der 92er ist auch nicht so toll. Der 94er, den können wir uns mal ganz kurz angucken. Schade, dass der dann doch nicht so gut ist, wie ich eigentlich dachte. Der 94er Xavier Bourgault, ein Center, 1,83 groß, 78 Kilo mit Gladiator Zonenwirbler, dazu noch Funke. Wir haben Schnapp und auf die Knöchel. So kommen wir jetzt vom Skating jetzt zumindest auf 93 Beschleunigung, 93 Tempo, Schuss von der Kraft und von der Genauigkeit fast perfekt. Hände im 90er Bereich, defensiv gut, aber halt nur 89 am Face-Off. Das heißt, man muss ihn schon zwingend auf dem linken Flügel einsetzen. Klar gibt es schnellere, aber an sich eine brauchbare Karte. Und den einzigen wirklich brauchbaren ist der 96er Maverick Borg, ebenfalls ein Center, 1,78 groß, 84 Kilo, mit Dieb oder Verteiler, dazu noch Arbeitstier. Wir haben Nahkampf und Urgewalt, würde ich hier sogar beides anmachen. 94 Beschleunigung, 94 Tempo, kann man auch auf 96 und 96 pushen. Schuss auch hier fast perfekt, Hände sind perfekt. Defensiv im hohen 90er Bereich und auch vom Face-Off bei 98 kann man durchaus als Center einsetzen. Aufgrund der Größe würde ich ihn aber eher auf dem linken Flügel einsetzen, aber trotzdem eine gute Karte von Maverick Borg, die man eben auf beiden Positionen einsetzen kann. Zum Abschluss haben wir noch eine Trade-Deadline-Karte. Also wenn wir sehen, dass auch die Off-Season-Trades oder Wechsel oder Signings hier weitergeführt werden, nämlich neu bei den Buffalo Sabres, der 88er Ben Bishop. Ein Goalie, 2,1 Meter groß, 95 Kilo, mit Gladiator bombardiert, dazu noch Arbeitstier, leichte Arbeit und Schmetterlingseffekt. Die Bishop-Karte letztes Jahr war der absolute Goat. Dieses Jahr da außer der ganz am Anfang von dem... bei den Trainingscamp noch nicht viele Karten bekommen. Dennoch denke ich mal, dass der aufgrund der Größe des Gewichts allein einsatzbereit wäre. Klar, wäre hier noch schöner gewesen, wenn er statt Schmetterlingseffekt die goldenen Pfosten zu Pfosten gehabt hätte, aber dann wäre er wahrscheinlich wieder zu überpowered gewesen, aber gerade für die Neuansteiger noch, wäre immer noch dazu kommen. Es kommen immer noch Leute dazu, finde ich mega geil, hab's schon so oft gesagt. Aber das ist so eine Karte, nach der ihr Ausschau halten müsst. Ich wäre allerdings eher beim 88er Caravel Melka. Der wäre da meine Wahl, wenn ich zwischen beiden wählen würde. Damit sind wir schon am Ende vom heutigen Video angekommen. Morgen steht das Finale an. Heute Abend haben wir noch einen neuen Hood Rush. Gucken, was da rauskommt. Morgen noch die Belohnungen von meinen Hood Champs. Und abends natürlich dann das Team der Woche. Schauen wir, was da so kommt. Und dann, ja, immer dran denken, Kanal liken, abonnieren, gerne was dazu schreiben. Und dann, ja, sehen wir uns die Tage wieder. Immer dran denken, sauber bleiben, denn nur so schaut's aus.